I got no Tango, Dinero, Camarero, deswegen erschlage ich dich mit Ferrero. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Dead Island 2. Was geht, Alter? Wir sind hier, ja, wir haben so eine Sprachnachricht. Sprachnachricht, sage ich schon. Wir sind an so eine Gegensprechanlage gegangen und da hat so ein Typ gesagt, Hallo, hat er gesagt. So in etwa. Und wir sollten eigentlich so ein Mädel retten, aber die ist vor uns unglücklich in einen Zombie reingestolpert. Ja, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Wir wollen hier heute... wieder mal looten. Kriegen wir die beide? Ja, Bams! So. Okay, hier hätten wir auch richtig Party zünden können. Ja, ich habe gesehen, bei euch kommt das Game ganz gut an. Freut mich sehr. Ich selber... eine Gerüststange ist improvisiert. Achso, können wir aber mitnehmen. Kann man die... warte mal. Kann man die hier auseinandernehmen? Wie kann man hier auseinandernehmen? Das ist geil. Das heißt, wir werden einfach alles aufheben, damit wir immer die Gegenstände dafür bekommen. Also die... ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich sagen will. Dinge. War hier nicht eben noch... war hier nicht eben noch ein Zombie? Rette das Bier! Das ist krass, da kann man so... ja, komm, jetzt fange ich an, wirklich rumzuspinnen. Ich wollte gucken, weil ich glaube, wir können... ha! Wir können da lang. Stahlrohr, Schrott, Kleber, Befestigungsmaterial, Stoff, Metallteile, Draht. Verstärkungsvorteil. Moment, ich krieg 1 Million Nachrichten. Ausgewogenheit? Ne, Verstärkung. Erhöht die Haltbarkeit und Kraft, verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. I see. Bin ich mal gespannt, ob es da auch so eine Legendary Crafting-Dings, Gedöns-Teile, Ping-Pongs gibt. Curtis Garagenschlüssel. So, warte. Recyceln. Da können wir ein paar Sachen auf jeden Fall reparieren. Was war denn reparieren? Für Stufe. Ja, ich kann Sachen nur recyceln. Wie kann man denn Sachen reparieren? Weil das muss ja repariert werden. Ah, Reparaturkosten. 0 von 1 Mod herstellbar.
Oh shit, was? Aber die Reparaturkosten sind nur 174. Wir brauchen nicht die ganzen Teile wieder, ne? Wir werden es rausfinden, Freunde. Ich bin mir fast sicher, dass hier ein Zombie war. So, ja, aber wie gesagt, uns hat uns hier so ein Typ gerufen. Und wenn uns Typen rufen, dann kommen wir. Wenn uns Mädels rufen... Er hat aber eine große Schlange. Dann kommen wir noch schneller. Ihr wisst, was ich meine. Jay, always late to the party. That you, kid? You find that girl? Hey, nah, I was too slow. Son of a bitch! Well, I say it's about time we send these party crashers back to hell. Oh. Man, können sie erstmal schön ins Feuer latschen, alle. Ja? Kämpfe smart, nicht hart. Nice try. Oh, some damn fine work, kid. Hey, get over here. I need to talk to you. Get over here. Völliger Party-Spaß. Okay, Freunde, wir gucken uns aber trotzdem erstmal um. Hier haben wir noch ein Stahlrohr. Ist gar nichts. Mine. All mine. Okay. So hätten wir das lösen können. Aber ey, dieses ganze System gefällt mir sehr, sehr gut. Sonderlieferung. Schlüssel des Postboten erforderlich. Okay, aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um Ihnchen. Und ja, ihr habt es vielleicht gesehen. Eine ungewöhnliche Waffe. Ich finde das interessant. Ist das ein Bug, dass wir das hier machen können? Details. Verstümmeln stellt Ausdauer wieder her. Ziele auf Gliedmaße für kritische Treffer. Stumpf, Hochwirksamkeit erhöht die Kraft. Alright. Alter, ist das ordentlich? Also es lohnt sich definitiv, sich umzugucken. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Es ist Open World-ish. Also es ist nicht wirklich Open World, sondern mehr so Open World. Keine Ahnung, ob überhaupt irgendjemand versteht, was ich meine. Aber ihr kennt mich ja schon eine Weile, ihr wisst ja, wie ich rede. Mit meinem Mund.
Das ist ein bisschen spooky, wenn hier immer nichts ist, ne? Aber ich hatte das Thema heute mit Kumpel, Arbeitskollegen. Tony, der Intrigant. Wo zur Hölle bist du? Poolhaus. Alle Mäntel sind hier. Warum sollte mein Onkel seinen Mantel im Poolhaus bringen? Du Genie. Die Partygäste. Das ist hier die reinste Goldmine. Oder eher eine Geldbörsenmine. Könntest du dich jetzt bitte mal konzentrieren? Wir sind hier wegen meines Geldes. Das bisschen Kohle dieser Idioten ist nichts, gemessen an dem, was der Alte mir vorenthält. Sein Safe steht dort, aber ich brauche den Schlüssel. Hey, ich hab's versucht, aber es wimmelt hier von Zimmermädchen. Eine von ihnen lässt mich praktisch nicht aus den Augen. Glaubst du, sie hat Angst? Oder sie hat erkannt, dass du kein Anwalt bist? Ich hab dir gesagt, du sollst deine besten Klamotten mitbringen. Hey, das sind die richtig teuren Schuhe. Das sind Fälschungen. Nein, sind sie nicht. Sind sie? Vergiss es. Du kannst dir so viele Schuhe kaufen, wie du willst, wenn der Job hier erledigt ist. Ich werde mit Onkel Kurt sprechen und das Mädchen ablenken. Und du machst dein Ding. Das hat wehgetan. Sag jetzt nicht, du hast ihn nicht gefunden. Ich hab den Schlüssel. Das wurde auch Zeit. Rein mit dir. Dann bringen wir ein bisschen Schwung in diese öde Party. Wo verdammt nochmal steckst du? Poolhaus. Wollte noch ein paar Abschiedsgeschenke. Komm jetzt und hol mich verdammt nochmal hier raus. Was? Was? Tony! Ich würde mal sagen, Tony ist irgendwo... Immer noch kein Spiegelbild. Irgendwo stecken geblieben. Wie du. In der Entwicklung. Und ich halte die Augen offen. Nach glühenden Sachen vor allen Dingen. What the fuck? Unfassbar, oder? Zwei so eine Heizung in einem Zimmer? Wahnsinn. Bist du der Postbote? Tödliche Zombies. Zombies mit einem toten Schädel sind tödlich. Oh. Eine Tür. Hilfe!
Erschieß ihn! Wir haben meine Waffe, Freunde. Ich habe alles unter Kontrolle. Kein Problem. Ja. Okay. Ich habe doch die Waffe geworfen. Okay, kritischer Schaden ist schon plus, was auch immer das bedeutet. Aber jetzt wird's krass. Wir haben jetzt 100 Gegner gekillt. Brauchen 1000. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Da gehen wir nicht mehr hin. Scheiß auf die. Also wir brauchen schon den Schlüssel vom Postboten und wir brauchen den Schlüssel von diesem Landschaftsgärtner. So zumindest. So zumindest die beiden Türen. Schlüssel zu Curtis Haus benötigt. Okay, also hier kommen wir nicht weiter, Freunde. Aber ey, wir haben ordentlich Erfahrungspunkte gemacht. Für die Dudes. It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Yes. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. No fucking way! Soylent Mauve is a classic. Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down. But the power in the house is gone kaput. Yeah, the grid's tripped all over the neighborhood. Maybe the whole city. Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Okay. Stell den Strom wieder an. Alright, Freunde, dann tun wir genau dieses. Das war ein taktischer Sprung. Zumindest eine Batterie, falls wir eine brauchen.
Ey, es ist so funny, das Game einfach. Road blocked. Man weiß mitunter einfach gar nicht, was man machen soll. Ich meine, man weiß, was man... Ich weiß nicht, was man machen will. Ja, weil ich einfach... Ihr wisst. Ich bin wandelndes Chaos. Warte. Da oben will ich noch gucken. Auto-Alarmanlagen. Einige Fahrzeuge sind alarmgesichert. Bei Beschädigung wird ein lauter Alarm ausgelöst. Entferne die Batterie aus dem Auto. Das Ding ist, man kann die aber nicht einfach ablegen, oder? Shortcut I see before me. Shortcut? Ey, wir müssen uns hier echt mal umgucken. Hier gibt's ja so viel Shit zu sehen. Und wir müssen auch unbedingt gucken, wie wir die Sachen repariert bekommen. Okay, map time. Don't want to be that idiot who got lost. Wer ist hier lost? Hier ist gar keiner lost. Bleibt mal läscher. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. Wo zum Fick bin ich? Komm. Das Game ist einfach für jemanden wie mich unfassbar schlecht. Also nicht wirklich schlecht. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin einfach Sidetracking King, Alter. Quasi Sidetrack King. Aber es ist gut zu wissen, dass die Zombies immer nachspawnen. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn man das Game beendet. Nee. Sag mal, wie schnell respawnen die denn? Der Typ muss auch denken, wir... Ich habe einen gefragt um Hilfe. Meine einzige Chance ist dieser eine Typ, der die ganze Zeit hier im Kreis rennt. Wie so ein Irrer. I'm no electrician, but how hard can it be? Freunde, ich bin gerade selber zum Zombie geworden. Aua. Okay, wir müssen den Stromkreis verbinden. Blöder Ficker. Look at me, Mum. I'm a Sparky, like Uncle Trevor.
Aha! Ich versuche mich immer noch so ein bisschen zu erholen, Freund. What the fuck, Alter. Das war... Ich bin gerade, glaube ich, innerhalb von einer Millisekunde 8 Jahre gealtert. Kid, you did it. Hey, get your keister in here. We're not out of the woods yet. Okay. Die war instant kill. Alright. Ich bin nicht mehr der Mann, den ihr mal kanntet. Wir müssen uns einfach nur merken, dass ein Haufen Zombies immer wieder nachspawnen. These things with grenades, don't do it in your own home. Okay. Now, luckily, the lift rail looks dirty. Power it up, and I'll take my chances. Well, either my ears are playing tricks on me, or trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Kurzes braucht freie Bahn. Shit! Bro! Favorite maid to the zombies to see his own eye. Oh my goodness. Give that coward a little shit the beating he deserves. Arm und Beinbruch. Okay. Unsere Lieblingswaffe ist kaputt, aber wir haben noch das Offizierschwert. Gute Waffen. Mit der Zeit verschleißen Waffen und werden Nutzer eine zahlungswichtige Werkbank, um sie zu reparieren. Alright. Absoluter Wahnsinn, oder Freunde? Ja, drin erkennst du reiche Menschen. Die haben Behälter für Sachen zum Reinmachen und haben da keine Sachen drin. Die denken sich einfach, hab ich einfach. Noch ein Zombie!
Achso. Was gehört das? Guck mal, das ist der Banoi Baseballschläger, das sehe ich ja jetzt erst. Hatten wir davon nicht irgendwie mehrere? Hier ist der andere. Oh. Hübsch. Someone up there must really like me if they sent you to save me, huh? Not sure what I did to deserve it though. Well, Mom was partial to a Sunday afternoon with Curtis Sinclair. God rest her soul. Listen, anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer you. Deine Knarre. We damn sure can't stay here, though. How's it looking out there? The joint residence is taking survivors. Emma was quite explicit. Bring me your poor, your rake-wielding maniacs. Well, I'll be damned. The neighbors were here all along. I ought to give them a piece of my mind for not checking in on me. Yeah, well, Mr. Steele's no longer with us. Us being the living. He's dead. Damn shame, the son of a bitch owed me money. Oh well. I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. I can chum you back to Emma's if you want. Mom would not be happy if I let you get munched. Watch your tongue, kid. I'm old, not senile. Peggy here will make sure I get there just fine. You'll see. Peggy? Ach, seine Knarre. Okay, einen Golfschläger haben wir bekommen irgendwie auch. Hier. Golfschläger der Leichtigkeit. Leicht. Wie eine Feder. Guck mal, wir können schon mal ein paar Sachen recyceln wieder. Die Frage ist, ob wir gewöhnliche Sachen überhaupt behalten wollen. Also improvisierte Sachen, sage ich mal, hauen wir auf jeden Fall weg. Aber im Endeffekt wollen wir doch wollen wir doch nur die grünen Sachen, oder? Schlüssel zu Curtis Haus. Jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Peggy, I feel a whole lot safer with you by my side. But we ain't out of this yet, girl. Hi. Okay, also er geht alleine rüber zum Anwesen von Emma. Da wird Emma sich aber unfassbar freuen, glaube ich. Emma hat sich ja schon gefreut, dass die ganze Familie von ihrer Hausangestellten bei sich gelandet ist. Oh shit, guck mal. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das Gebäude hier als nächstes mal ganz in Ruhe an. Ja, wie es hier weitergeht, kannst du sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Dead Island 2. Macht mir wirklich, wirklich viel Spaß. Macht echt viel Spaß, auf Zombies einzutreten. Ich habe mich auch bis jetzt noch nicht erschrocken oder so. Ist alles easy peasy bei mir. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ja, ich glaube, in dem Game haben wir wirklich, wirklich viel in den Kommentaren zu quatschen, Alter. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.